Horstner, Landesvorsitzender von Stadtneuerung Niederösterreich. Ich möchte zu dem Punkt Ortskern, Revitalisierung, Zentrumsentwicklung, Leerstände etwas sagen. Und zwar haben wir uns jetzt 2 Jahre lang ein Programm überlegt und das ist jetzt in der Startphase. Es wird eine Betreuungsphase in Niederösterreich geben zu diesem Thema Zentrumsentwicklung, das genauso aufgebaut ist wie Dornbirn. Das heißt 4 Jahre lang Betreuung von außen zu diesem Thema, wo im ersten Punkt der Bestand zu Papier gebracht wird, wo man genau schaut, wo sind die Leerflächen, wo sind die Leerstände, wo dann im Anschluss daran mit den Hausbesitzern gearbeitet wird in einem Art Stammtisch und wo man auch die Bevölkerung in der Gemeinde mit einbindet, um zu sagen, was brauchen wir im Ortszentrum, was ist dort möglich, brauchen wir Wohnraum, brauchen wir Geschäfte, brauchen wir Dienstleister. Und in 4 Jahren soll ein Programm gestartet werden, wo man einfach die Gemeinde unterstützt. Wir probieren das jetzt schon in 4 Piloten und wir werden sehen, ob man dieses Thema mit diesem Programm heben kann. Also Bürgermeister, die das gerne hätten, sind gerne zum Anrufen bei den Büroleitern gebeten. Johann Gartner, Bürgermeister von Ziersdorf. Also wir haben sicher schon einige Projekte geschafft mit Kooperationen, 6 Gemeinden an einem Standort, einem Wirtschaftspark. Nur braucht es auch dementsprechend dann Unterstützung von Landesseite und der Flächenwidmung. Es macht keinen Sinn. Jetzt ist 15 Kilometer weiter, wird wieder ein Wirtschaftspark in die Pampas genehmigt und sozusagen einer den anderen umbringt. Deshalb sage ich, es braucht Rahmenbedingungen. Du hast zwar einiges jetzt schon angesprochen, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man in vielen Bereichen Rahmenbedingungen brauchen. Du hast, wie gesagt, wie das sein könnte. Aber ich denke jetzt daran bei der Ansiedlung und Übersiedlung von Jungen oder von Betrieben. Du weißt ja selber, wir haben den Orten Problem, da ist ein Fleischhocker, der führt natürlich in der Nacht die Tiere zusammen und erst in der Früh weg. Die Anrainer dulden das heute nicht mehr. Und es wäre sicher sinnvoll, in dem Wirtschaftspark, der jetzt momentan 10 Hektar groß ist und vielleicht so 20% ausgelastet ist, Betriebe, die ohnehin in Ortsschwierigkeiten haben, die hinaus zu übersiedeln. Kriegt man noch 5.000 Euro kriegt man für die Beratung zu übersiedeln, aber kein Geld. Also das sind schon Dinge, wo ich sage, viele Dinge, die angesprochen wurden, brauchen Rahmenbedingungen. Du hast gesagt, Kooperation ist Mehrwertsteuer als ein Teil, da gibt es noch viele andere, wenn ein Bürgermeister kommt, wird es noch. Sagt er, naja, er macht es halt sozusagen neben der gesetzlichen Situation. Und das Hauptthema, das uns fehlt, ist, sage ich ganz einfach, seine Eigenmittel. Die reichen Gemeinden werden immer reicher. Warum? Weil sie sich Förderungen abholen kann. Ich weiß, wovon ich rede, wie wieder. Und wir haben nicht die Möglichkeit. Wir haben nicht das Spielkapital. Ich war letztens bei einer Veranstaltung in St. Pölten, habe den Vertreter der Feldkircher Organisation gefragt, wie machst du das mit der Rückwidmung? Wer gesagt hat, sie machen das schlau, unterschreibe ich sofort, was gewidmet wird, wird gleichzeitig rückgewidmet. Und wenn es so hart wird, sage ich, und was sagen deine Grundbesitzer? Wir machen das anders, sagt er. Wir kaufen doppelte Fläche als Gemeinde und du rückwidmest. Da habe ich gesagt, danke für deine Finanzkraft. Das ist bei uns nicht möglich. Ich kann nicht einmal gescheit vorfinanzieren mit den Landesförderungen oder mit dem Landeskredit geht es. Deshalb meine ich, das ist unser Hauptproblem, sonst wird der Süden, die Union, immer reicher, dass sie das abholen können. Ein Beispiel ist immer die Förderung von Feldwegen. Gibt es 50% Förderungen für die Gemeindestraßen? Gibt es Bedarfszuweisung. Aber wir brauchen ja zuerst die Gemeindestraße, weil das versteht kein Bürger, wenn du den Feldweg herrichst und die Gemeindestraße ist noch alleine das Verkehr. Das sind Rahmenbedingungen, die ich immer wieder fordere. Kommen wir natürlich nicht, aber das ist, wenn wir am Finanzausgleich warten, sind die anderen schon so weit weg, dass wir gar nicht mehr rankommen. Das wollte ich nicht sagen. Vielen Dank für das viele Lob, Josef. Bis zu den gesetzlichen Bestimmungen habe ich nicht so gemein. Ich habe die Wohnung gekauft oder jeder. Kauft oder zahlt seine Stunden.
Jeder muss sich nicht über Lob besprechen, das haben wir angesprochen. Ich wollte eigentlich nur zu einem Professor was sagen. Das sind keine Prüfe jetzt, weil sie gesagt haben, sie werden geprüft werden. Wir müssen polarisieren, damit sich diese Punkte, die zweifellos immens wichtig sind, aber wirklich jetzt höchst notwendig angreifen oder intensiver angreifen müssen. Intensiver, weil wir glauben nie zumindest, dass man mitten drin ist einen Prozess, dass man es natürlich auch wahrnimmt. Ich möchte aber nur eine Lanze brechen für unsere Ziviltechniker und auch unsere Mitarbeiter beim Amt der Landesregierung, gerade im Bereich Lang A, schieben die Darstellung so jetzt bewusst nicht so, wie Sie gesagt haben, dass wir nicht reagiert haben. Wir haben, da lade ich Sie gerne ein, unser neues Flächenmittelplan anzuschauen. Wir haben 20%, wenn man sich vorstellt, dass sich bestätigen können, Bauland reduziert. Wir haben bewusst reagiert auf unseren Prozess. Wir haben Betriebsgebiet, freies Betriebsgebiet praktisch herausgenommen. Es gibt kein freies Betriebsgebiet, bitte. Weil wir eben die Tendenz haben, Richtung Themendorf, Freizeitgemeinde hinzugehen, haben wir eben darauf so reagiert, Betriebsgebiet komplett herausgenommen, weil die Nachbargemeinden entsprechend genug haben. Dort, wo Betriebsgebiet war, ist es sogar in die Richtung Bauland-Wohngebiet umstrukturiert worden, weil dort die andere Verwendungsmöglichkeiten ergeben haben. Also das bitte wäre auch sehr dankbar, wenn man das in dieser Form konkret darstellt. Eine ganz wesentliche Sache, und auf das wollte ich noch hinweisen, ist die Identitätsstiftung für unsere Bürgerinnen und Bürger, die voranzutreiben. So wie der Johannes Presser gesagt hat, man glaubt das gar nicht, wie viele Leute sich mit uns identifizieren, mit ihrer alten Gemeinde oder mit einer ehemaligen Heimat, und da sind wir wirklich die Chance, die wir nützen können, die vielleicht auch mal abzuholen, wenn es notwendig ist. Ich habe eine interessante Exkursion gehabt ins Murtal. Wir haben dort uns ein paar Sachen angeschaut, und das war eigentlich sehr interessant. Das ist eine Region mit 102.000 Einwohnern, mit Betrieben nach und nöcher, was wirklich extrem aus meiner Sicht, jetzt so als externer gut aufgestellt sind, haben eine Abwanderung von 8%. Die haben das Problem, die bringen die Identität nicht so richtig am Boden. Und mit dem Projekt Kraft des Murtal bringen die sehr viele Schritte vorwärts. Und das ist nämlich auch interessant. Wir haben die Identität bei uns, wir brauchen so das andere Umfeld. Arthur Stiegler, Geograf und Raumplaner. Ich habe eine Frage an den Bürgermeister Pressl aus Attaka. Herr Bürgermeister, Sie sagten, dass Sie selbst aus einer kleinen Region stammen oder Attaka in einer kleinen Region liegen. Dazu drei Fragen. Erstens, wie heißt diese kleine Region? Zweitens, wie definieren Sie eine kleine Region? Und drittens, wie kommt eine kleine Region eigentlich zustande? Wird die vom Land von oben herunter deklariert? Oder ist das eine Frage von Gemeindekooperationen, die in einem Stück Tal liegen und sich absprechen und sagen, ja, wir glauben, wir gehören zusammen, wir sind jetzt eine kleine Region. Wie geht das? Also erstens, Donau-Ipsfeld heißt sie, googeln Sie mal im Internet, finden Sie ein bisschen was. Zweitens, das Land Niederösterreich hat schon vor Jahren, ja, der Norbert Ströbinger weiß das, 15 Jahre, 20 Jahre, ja, hat man begonnen und hat gesagt, ja, diese Struktur macht Sinn auf Dauer, ja, hat da schon relativ weit vorausgeschaut, ja, und dann hat man sich in den Hauptregionen, damals mit den Regionalmanagements zusammengesprochen und hat gesagt, naja, wo passen denn Gemeinden zusammen? Und dann hat man die Bürgermeister zusammengesetzt und gesagt, ist das auch wirklich eure Identität? Ja? Und aus diesem gemeinsamen, teilweise ein bisschen vorgeben, teilweise ein bisschen so ruckeln, ne? Das passiert dann über einige Monate und Jahre, dass man halt so ruckelt. Ne? Und irgendwann ist man dann die Kleinregion, ja? Nimmt sich einen Namen, identifiziert sich, bildet einmal Bewusstsein, Identität, das geht dann über Jahre. Und aus der Kleinregion sind jetzt durchaus auch Projekte entstanden. Wir sind 6 Gemeinden, allerdings nicht immer alle gemeinsam. Das ist auch in Zukunft der Weg, zusammensetzen. Wir haben uns dann zusammengeredet, wie machen wir unsere Betriebsentwicklung. 3 von den 6 haben jetzt gesagt, ja, wir machen ein gemeinsames Betriebsgebiet, das reicht jetzt über 4-5 Jahre, schließen wir jetzt endgültig ab.
gibt es andere Projekte. Und ja, heute habe ich schon ein paar skizziert, wo ich sage, da müssen wir dann auch als Kleinregion in neue Themen hinein. Okay, zwei Wortmeldungen habe ich fürs erste einmal verzeichnet, bevor wir eine Runde machen, dass wir mal die ersten behandelt werden können. Das war der Herr Wallenberger. Ja, davor, Entschuldigung, habe ich die Hand in der falschen Höhe gesehen. Ja, Werner Scheidler, Vizebürgermeister Köpfitz an der Wild und Region Waldviertel mit einem kleinen Nachtrag zu Langau. Ich habe gerade Langau hat, glaube ich, 660 Einwohner. Unsere Bankstelle hat 1083 Kunden. Also da sieht man auch die Verbundenheit mit deiner Gemeinde und auch, dass sie halt die lokale Infrastruktur nutzen. Zum Thema Verkehr, Professor Berger, für mich schon ein bisschen verwundert, wobei mir Ihr Ansatz sehr gut gefällt. Aber wenn ein Kollege redet, die jetzt in Pölten zum Beispiel eben Geschäfte betreiben, also, die sagen, es ist ein derartiger Zuzug, seit einfach die schnelle Verbindung nach Wien da ist. Diese 25 Minuten, glaube ich, war bisher zumindest meine Meinung, bringt der St. Pölten wesentlich mehr als wie der Status als Landeshauptstadt. Der zweite Punkt zum Verkehr, Sie dürfen nicht vergessen, ich glaube, ungefähr 60-70% unserer Betriebe pendeln quasi oder arbeiten in Wien. Also man darf auch da nicht vergessen, dass die Verkehrsinfrastruktur brauchen, um einfach tätig zu sein. Also das darf man ja ganz vergessen. Aber wie gesagt, persönlich wäre es mir viel lieber, die Arbeitsplätze sind hier, aber ich glaube, so nicht ganz, und das aus den vielen Gesprächen sehe ich schon, dass halt speziell in unserer Gemeinde der Wunsch sehr, sehr groß ist, dass wir schnellere Anbindungen in die Ballungszentren kriegen. Ganz kurz über Politik, die Frau Nationalrätin ist da. Was mir fehlt eigentlich, speziell beim Waldviertel, ist eine aktive Regionalpolitik. Also ich glaube, man könnte von der Politik her wesentlich stärkere Akzente setzen, um hier einfach, es muss nicht die ganze Forschung und Entwicklung in den Ballungszentren sein, die nicht mehr wissen, wo sie hinführen sind damit, sondern man könnte auch hier in dem Bereich Ausbildung, Forschung und Entwicklung sehr viel auch dezentral machen. Wir haben ja vor 40 Jahren war bei uns das CERN-Projekt, was das Thema ist. Wäre sehr bald gekommen. Wäre sehr interessant, wie die Gegend jetzt ausschauen würde, wenn es seinerzeit hier passieren würde. Wie viele Betriebe da dabei wären, wie wir eigentlich darstellen würden. Danke. Martina Diesner-Weiß, nachdem wir hier der Hannes beliebt, aber ansonsten eigentlich niemand ist, der die Politik so vertreten kann, wäre es schön, wenn du zu dem Argument oder zu der Anmerkung eigentlich vom Herrn Bürgermeister, Finanzschwäche der Gemeinden, sie können eigentlich viele Projekte, EU-Projekte gar nicht in Angriff nehmen, weil der Kofinanzierungsanteil nicht aufgebracht werden kann. Okay. Ein herzliches Grüß Gott einmal meinerseits. Ich nehme das gerne auf, der Redner möchte aber am Anfang auch noch meine Anmerkungen machen und der Werner Scheidel hat ja schon in das gleiche Wort gestoßen, wo es darum geht, um eine leistungsfähige Straße, wo ich Ihnen da auch nicht ganz recht geben kann. Ich meine, auf der einen Seite, keine Frage, hat es was für sich, exportiert man etwas hinaus, aber auf der anderen Seite, wir würden ja keine Einbahnstraße bauen und genauso ist es auch bei einer leistungsfähigen Straße. Es kommen natürlich auch Betriebe her, denn für einen Betrieb ist natürlich auch wichtig, wie ist die Verkehrsinfrastruktur. Und wenn wir nur einen Blick über ins benachbarte Viertel, ins Weinviertel machen mit der Nordautobahn, also wir merken dort, wo die Nordautobahn geht, dort siedeln sich auch Betriebe an, dort steigen die Grundstückspreise und. Also es bringt auch etwas in die andere Richtung wieder mit und ich meine, es ist dann abzuwägen, was eben da positiver oder negativer ist. Keine Frage, es hat alles immer Vor- und Nachteile, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wo es gegangen ist um die Ortskernbelebung oder Stadtbelebung in der Mitte, da denke ich mir, da könnten wir schon auch einen großen Beitrag mit der Wohnbauförderung leisten, denn es ist einfach in die grüne Wiese hinauszubauen wesentlich billiger wie ein Haus im Inneren sozusagen jetzt wieder zu revitalisieren, das ist meistens wesentlich teurer und wenn man da einen verstärkten Ansatz noch in der Wohnbauförderung bringt, glaube ich, wäre das natürlich ein großer Vorteil. Ein Punkt, der mir auch noch sehr am Herzen liegt und da wo wir jetzt ja einen Schritt weiter gegangen sind und man
erst am Anfang bei der Verwirklichung stehen. Das ist einfach die Breitbandinitiative, das ist ganz was, das um und auf, glaube ich, für unsere ländliche Region, denn dadurch entstehen neue, interessante Arbeitsplätze, Telearbeitsplätze, und es muss in Zukunft so sein, dass der Breitbandanschluss bei jedem Bauplatz so ist wie Gas, Wasser und Strom, und für das müssen wir eintreten und da müssen wir schauen, und gerade in die Regionen, wo wir jetzt da im Waldviertel sind, sprich jetzt, die da jetzt zu Beginn schon mit dabei sind, dass wir das wirklich schnell umsetzen können. Ja, du hast angesprochen, alle Budgets, da ist die Frage natürlich kommen, alle Budgets sind momentan nicht wirklich die überfüllten, ob das jetzt bei Bund, Land oder natürlich auch die Gemeinden ist zu kämpfen, haben zu kämpfen, und daher ist natürlich auch die Kofinanzierung oft ein Problem. Ich glaube, da muss man vielleicht auch neue Wege andenken, dass man da auch versucht, mit anderen mit hinein ins Boot zu holen bei gewissen Projekten, und wir versuchen ja mit Crowdfunding und anderen Dingen da neue Lösungen zu bringen, und vielleicht ist das auch ein Weg für die Gemeinden in der Zukunft. Ja, und du hast angesprochen, Werner, eine stärkere Regionalpolitik, keine Frage, aber ich glaube, da sind wir ja so schon dabei, und auch am Anfang, aber hinter dir sitzt ja einer, der ganz stark dafür steht und dafür kämpft. Aber ich meine, das ist ein langsamer Schritt, und ich glaube, wir waren da sogar schon mal ein bisschen stärker noch mit dabei, aber ich denke trotzdem, dass wir in Zukunft, und wir haben uns ja jetzt wieder neu aufgestellt, dass wir da versuchen, da wirklich auch stärker was zu machen. Wie viele Wortmeldungen gibt es? Okay, das sind eine, zwei, drei, vier. Doch. Fünf. Dann würde ich bitten, wenn das recht ist, mehr kommt so für ein Podium. Dann machen wir diese fünf noch, und ich würde bitten, damit alle fünf drankommen, seien Sie zeitökonomisch. Ja, Johann Brüller, Ortsgemeinde Böller, Bürgermeister. Ich bin dankbar für die Anregungen der Wissenschaft. Sage aber zu meiner Person, ich habe schon noch ein gesundes Skepsis, würde ich für mich bezeichnen, gegenüber der Wissenschaft. Weil manche Fehlentwicklungen, die wir da jetzt bejammern, sind auch das Ergebnis der Wissenschaft. Und manches Korrektiv, das da eingefordert wird. Und wenn ich von Herrn Professor Enberger höre, er möchte keine Ausdenker und keine Einwendler, dann zieht es für mich auch den Berufsverkehr ab. Dass man sagt, okay, vermeiden wir Berufsverkehr. Hat was für sich. Aber wie schaut es mit dem Freizeitverkehr aus? Ich habe das Beispiel zum Beispiel, ich habe einen Schwager, Schwägerin, wohnen in Wien, sind Pensionisten, beide haben ein Auto, beide haben in etwa eine Jahreskilometerleistung von 10.000 pro Auto. Brauchen die das? Warum reden wir nur vom Berufsverkehr? Warum reden wir nicht über den Freizeitverkehr? Weil die Fahrt zum Vergnügen verursacht genauso viel Umweltverschmutzung wie der Weg zum Arbeitsplatz. Was ich auch ablehne, ist, wenn man sagt, was man will für uns denken. Und was meine ich damit, wenn man sagt, es soll kein neues Bauland mehr geben in einer schrumpfenden Gemeinde. Das heißt für mich, ich stülpe den Glassturz drüber und es muss alles so bleiben, wie es ist. Das kann es nicht sein. Es soll aus meiner Sicht eine bescheidene Widmung geben, aber es muss weiterhin eine Entwicklung möglich sein. Und es leitet mich gleich über zur Ortskernrevitalisierung. Bin ich voll d'accord, total wichtige Sache, aber natürlich der Markt bestimmt da auch mit, zu welchem Preis ist im Ortskern ein Haus verfügbar, ist es überhaupt verfügbar. Und wenn ich dann sage, gut, ich möchte es wegreißen, und dann habe ich so enorme Auflagen, dass ein Haus, das aus Steinen und Sand und Lehm gemauert ist, das ist dann nicht etwas, das ich einfach von dem Weg entsorgen kann, sondern das muss ich in der Deponie verbringen. Und ich verteuere damit die Situation erheblich, dann ist das nicht ganz gescheit, aus meiner Sicht. Finanzielle Situation, da sage ich kritisch zu den Gemeinden, ich glaube, wir haben ein bisschen die Kultur des Jus, Jammern und Sodern. Wir haben sicher nicht zügelt, aber so arm, dass wir keine Projekte umsetzen, sagen wir, sage ich auch nicht.
Wenn uns wirklich was wichtig ist, dann schaffen wir es in der Regel sehr wohl. Natürlich schwimmen wir nicht im Göll. Und Straßenkilometer einer Gemeinde ist ein Kriterium, aber da bestimmen auch wieder die Gesetze des Umfelds. Wenn eine Gemeinde verpflichtet ist, dass von 6 Uhr in der Früh bis 22 Uhr, ich übertreibe, jede Schneeflocken wechseln muss und immer Sand gestreut sein muss, dann weiß ich nicht, ob ich damit im ländlichen Raum ganz richtig liege. Weil ich wundere mich immer, wenn ich im Westen bin, das sind Fremdenverkehrsorte, wie dort die Straßen beieinander sind, ich denke mir, die müssen andere Richter haben wie wir. Weil sonst müssen die Bürgermeister alle schon verurteilt sein. Weil das traut man sich bei uns ganz einfach nicht, dass die Straßen so beieinander sind. Und ich sage auch, ich halte es für zumutbar, dass wir einmal Schneeketten aufgeben. Ja, dann muss ich auch nicht so extrem teuer sein mit dem Winterdienst. Bitte aus Liebe zu den anderen. Bist du fertig? Mikrofon weg. Was sagen wir, der Kleinstadt, Glänzstadt hat am Kreisland im Stadtzentrum keine Parkplätze. An der Peripherie geben sie die großen Player die Häuser hin. Also, Biller und Zickbuch und so weiter, alle konkurriert sind in der Stadt, brauchen sie keinen Parkplatz. Die Diskussion war, er hat viele Einkäufer, die ältere Leute sind, auch Zustelldienste macht er und so weiter, und auch Leute, die nach Dorn kommen, Kaffee und Schnöpfe am Main, bleiben kurz stehen und zack, zack. Die Frage, so wie bei McDonalds, McDrive, warum geht das nicht bei einem Kreisler? Der fährt hinten vorbei, der bestellt in der Früh ein paar Tage, wenn er heimfährt, gibt einen Deal außer die Schachtel, das ist die Bestellung. Unvorstellbar war das momentan, ja. Also, es ist noch nicht ausgesucht. Das zweite, Identität schaffen. In der Dorferneuerung machen wir keine Projekte, wir müssen die Kostenvoranschläge einholen. Wir müssen 3 Kostenvoranschläge, bis zu 5 Kostenvoranschläge einholen. Bimbal-Projekte, kleine Sachen. Kleine Betriebe, können Sie das nicht mehr leisten, permanent Kostenvorschläge zu schreiben und. Ja. Wir haben schon Probleme in der Gemeinde, dass die einfach sagen, wir legen kein Anbot mehr, weil wir es eh nicht kreieren und so weiter. Vor allem müssen Sie uns erklären, wie mittlere bis kleine Projekte, wie große Player oder wie große Menschen. Ja. Also da sind Reibungsverluste halt da. Das sind demotivierende Sachen für so manche Gemeinden. Vor allem, wenn man mit ehrenamtlich arbeitet, Funktionäre, Dorfern, sagt man auch, wie das wenig Verständnis. Also da müssen wir wahrscheinlich auch noch mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, weil wenn wir einen Betrieb draußen haben, dann muss man die Chance geben, dass er Identitäten aufbaut. Das heißt, dass er gefragt wird und geschätzt wird. Sonst degradiert man wieder nur zu dem, was der Kreislaufbürger war, am Sonntag, wenn wir was vergessen haben, die ganze Woche. Das holt man sich wieder von Klammern. Das geht halt nicht. Grüß Gott, herzlich grüß Gott. Löser Wolfgang, mein Name, betreibe den ersten Energieattack im Bauernhof von Österreich, beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Energiefragen, intensiv die letzten 15 Jahren. Ich kann nur für die ganze Veranstaltung herzlich gratulieren, dass endlich das Thema mit Höflichkeit kommt. Was ich das ist sehr für Unwissenheit da. Ganz kurz, um was geht es? Ich mache heute keinen Vortrag, nichts, ich bin morgen der Forschung durch, ich mache es nur, kann jeder kommen, kostet nichts, können wir alles diskutieren. Das fundamentale Thema, meine Herrschaften, ist nicht, dass wir so Veränderung herbeiführen mössen, weil sonst grüne Politik oder irgendwas haben, sondern das Fundamentale ist, dass es der billigste Energieträger, der es in Wohlstand über 50 Jahre geschaffen hat, einfach nicht mehr da ist. Das heißt, wir haben eine, ich dachte schon, genau das ist es, deswegen verstehe ich auch nicht die Nobelpreispauschale für und uns. Und auf diese Frage müssen wir alle miteinander antworten. Das nutzt uns überhaupt nichts, und da sagen, da hängen wir was auf, Kritik, die Leute so bewundern, die sind in der Öffentlichkeit da und das sagen da. Ich weiß auch nicht, ich habe den Wiener Solarstammtisch kennengelernt und wisst, was bei mir passiert ist. Ich bin seit über 12 Jahren Energieattacke, ich bin 60 Tage bei den Mehrviertel, ich habe keine Energiekosten, der Tankstellenpreis. Wenn man 10.000 Liter Sonnenblumen will, das kostet man in Wirklichkeit eine Verdoppelung der Wertschöpfung, das man so morgen verkauft und bringt für mich eine Win-Win-Situation. Wisst ihr, was unser Lebensmotto ist? Weniger ist mehr, lieber klein und mein als groß und dein. Und wisst ihr, was uns gut geht? Nicht Lebensstandard ist die Frage, sondern Lebensqualität. Und auf das müssen wir alle hinkommen. Das Wachstumsdogma ist längst vorbei. Die Wirtschaft, die Wirtschaft ist einfach, weil die Ressourcenfrage da ist. Das ist eine fundamentale Sache. Da können wir diskutieren
über das und jenes, über unter die Peripherie gegangen, wie um die Basis. Welche fundamentale Auswirkungen auf die Seele gemeint hat, hört man, dass man kein Geld mehr hat. Österreich hat, ich wollte euch keinen Vortrag, nur zum Verständnis. Nur zum Verständnis. Österreich hat im Jahr 2012 18 Milliarden für Energiezukauf bezahlt. Wisst ihr, was das Geld ist? Das bedeutet pro Kopf, pro Gemeinde, ein Wertverlust von 2.000 Euro, muss man alle Jahre schön brav bis zu hinschicken. Schaut euch mal Dubai an, Abu Dhabi. Super Städte, sind in 20 Jahren rausgewachsen, in einem Megakomplex, was ich mir gar nicht vorstelle, alles von uns finanziert. Und genau das kann bei uns in der Gemeinde sein. Deswegen, nein, ich muss es einmal sagen, ich bin ein Praktiker, ich bin ein Anwender und ich kann es auch sagen, die Experten sagen die Wahrheit, ich lebe das Vorleben. Und ihr könnt alle kommen und kennt es glauben in der Gemeinde, der Strom, ich war lange gestorben, ich war schon beim Presel, beim Renata, über den Trainer Kimmelsbier, ich mache seit 10 Jahren Vorträge in der Öffentlichkeit. Also. Und deswegen freut mich das umso mehr, dass es endlich einmal in die Öffentlichkeit kommt, dass sie die Politik einmal zum Interessieren anfangen und dass man den fundamentalen Hintergrund einmal mitkriegen würde und nicht immer nur über Peripherie-Themen diskutieren. Dann schon mal, vielleicht komme ich bei euch mit der Reitenkasse kurz gucken, vielleicht mache ich gleich einen Vortrag, da setzen wir sie alle zusammen, wir sind das ganze Schere und wir sehen, das ist eine Win-Win-Situation für uns alle und es ist über die Rasserei, das geht nicht und das haben wir. Danke. Gott, Herbert Leschanz, Radio Y, Hollerbrunn, Nistelbach. Ich habe am Anfang den Appell gehört an kreative Köpfe, sich zu überlegen, ob man ein anderes Wort finden kann, ein anderes Wording finden kann für Schrumpfung und Rückbau. Einen ähnlichen Appell habe ich vor 14 Tagen gehört bei einem Raumordnungssymposium in der Herrengasse in Wien, Palais Niederösterreich. War auch Landeshauptmann Stellvertreter Pernkopf dabei. Ich habe den Eindruck hier gewonnen, ja, Schrumpfung, das gibt es eigentlich keiner. Ich habe hier sehr eindrucksvolle Beispiele gehört, wie man also sich erfolgreich anstrengt und angestrengt hat, dass man keine Schrumpfungsgemeinde ist. Frau Professor hat also Instrumentarien dargelegt, wie man also diesem bitteren Schicksal einer Schrumpfung entgehen kann. Jetzt weiß ich nicht, gibt es das Phänomen Schrumpfung oder gibt es es doch nicht? Bitte. Herr Wallberger, war noch. Ich glaube, dann haben wir es. Gerrit Weber, wir hatten schon eine sehr harte Diskussion einmal in Groschenau, dass Sie wahrscheinlich mit Bülikon gemeint haben. Ich möchte sagen, danke nochmal, dass Sie das Thema immer wieder aufbringen. Ich habe von den Slowenien, haben wir ja gemeinsam referiert und gemerkt, dass unsere Positionen nebeneinander Platz haben. Wir schauen aus verschiedenen Richtungen. Und ich möchte heute gerne einbringen, dass ich schon sehe, dass wir ein bisschen wegkommen müssen von diesem, und das habe ich heute wieder erlebt, von diesem Raum-Container-Regionsdenken. Es ist ein System, es ist ein Stadt- und Landsystem. Es gibt den Schrumpf und den Wachsen. Zum Teil ist es unmittelbar nebeneinander, auch im Land, auch im städtischen Bereich. Urbanisierung der Dörfer, Verdörfer in der Städte, Kretzelbildung, das kennen wir alles. Ich möchte so einen anderen Blick einfach darauf geben, im Sinne von Kreativität. Ich sehe das Waldviertel mittlerweile nicht mehr als Region. Ich sehe es als Haltung. Genau das, was da gekommen ist. Dieser Entwicklungsrückstand, den wir aufgrund der Lage an der Grenze etc. bekommen haben, aufgrund von zentralen Wirtschaftssystemen, hat etwas hier bewahrt, was meiner Meinung nach wieder einen Wert bekommen hat. Und wir müssen jetzt diesen Übergang managen. Und da spielt Raumordnung eine ganz wichtige Rolle, dass wir nicht verhütteln, dass wir aber nicht zu schnell diese Stärke über Bord werfen, die heute von Langau schon beschrieben wurde. Und ich würde auch einen differenzierten Blick bieten, wenn wir von Infrastrukturausbauten sprechen. Wir sprechen hier vom Aufholen von Entwicklungsrückständen, wir sprechen nicht von Autobahnen, wir sprechen von Bohrungen, von dreispurigen, ortsfreien Ausbauten. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied aus meiner Sicht. Und ja, ich kenne es eh, ich hoffe, dass Ihr Institut auch bald einmal in die Region herausgeht und dezentralisiert, so wie Sie es verlangen. Und wir erleben, gerade bei diesem Projekt Wohnen im Waldviertel, wo wir alle Höhen und Tiefen lernen dürfen, was Standortentwicklung im ländlichen Raum betrifft.
Wir müssen auch differenzierter denken. Menschen haben Lebensphasen, es gibt unterschiedliche Lebensmodelle. Manche Junge oft, aber nicht nur Junge, gehen oder kommen. Gerade Kinder spielen eine wichtige Rolle. Mit dem müssen wir lernen, umzugehen. Und hat jeder Raum seine Stärke und auch seinen Platz. Und was mich sehr ermutigt hat, wir haben jetzt, Martin Huber, die Region ist da, einmal nicht über die Jugend geredet, was braucht die Jugend, sondern wir haben mit der Brille der Jugend die Region geschaut. Jugendliche interviewen Jugendliche. 1200 Interviews. Also es war so ergreifend zu sehen, wie Jugendliche, wie leicht, locker und modern Jugendliche auch ländlichen Raum sehen. Kommen und gehen, es geht nicht ums Panik-Wortkauf im Ort. Es geht um einen ganz neuen Bezug, ein ganz neues Denken des ländlichen Raumes. Was wir schon brauchen, und damit komme ich zum Schluss, und da würde ich auch der Nationalrätin wieder einmal mit auf die Reise gehen. Ich weiß, dass du da sehr bemüht bist mit deinen beiden Kollegen und Kolleginnen. Es braucht schon ein paar Impulsprojekte, bis es woanders auch gibt. Die Franz-Josefs-Bahn ist ein Thema und leider reden wir nur davon. Und ich habe wieder Sorge, dass wir nur davon reden. Es ist eine Nebenbahn, ja. Wir müssen sehr tüchtig. Das ist fürs halbe Waldviertel eine Lebensart. Druckführungsplatz Einsteig. Mittendrin. Wenn Sie eine tote Grenze hatten und mittendrin auch eine Grenze hatten, die Arbeitsplätze geschaffen hat und die sich immer mehr reduzieren, dann hat ja auch die Republik eine Aufgabe. Und das ist kein Jammern, sondern es war die Republik Österreich, die hier diesen Platz zementiert hat. Also welche Innovationen kann man hier auf diesen Platz setzen? Es gibt ein paar Leitprojekte, sonst werden wir immer mal dumm. Also es ist eine Mischung von endogener Kraft und Projekten von außen. Danke. Es gibt jetzt eine alles abschließende Schlussrunde am Podium. Ich bitte nach Möglichkeit alle Fragen, bei denen man sich angesprochen gefühlt hat. Gott sei Dank waren es nicht so viele Fragen, sondern sehr viel mehr Anmerkungen, die man kommentieren kann, aber nicht muss. Wir haben in Summe 10 Minuten Zeit. Bitte schlagen Sie den, der Ihre Zeit in Anspruch nimmt, oder finden Sie ein anderes Mittel, um Gerechtigkeit zu finden. Herr Bürgermeister, fangen wir gleich an. Also nachdem ich jetzt mich zum ersten Mal vom Podium aus melden kann, nehme ich das in Anspruch. Also ich glaube, Wissenschaft ist dazu angehalten, Ordnungsarbeit zu leisten. Und wenn ich eben heute über Demografie gesprochen habe im Zusammenhang mit rückläufigen Entwicklungen, dann bleibe ich bei dem Thema und will zum Beispiel am Beispiel Langau darstellen, eben wie stark hier die demografischen Parameter sich ändern und dass es auch unter den Umständen derzeit keine Lösung gibt, dass sich dieser sozusagen der Trend zum Rücklauf eben verändern wird und man muss eben adäquat darauf reagieren. Und jetzt bin ich beim zweiten Punkt, wie Sie dann immer reagieren. Ja? Das ist so, als wenn man das sagt, als würde man Majestätsbeleidigung begehen, sage ich jetzt einmal. Und zwar deshalb, weil ich, und das ist jetzt langsam eine ganz schwierige Situation für mich, weil ich bin ja Raumwissenschaftlerin und Raumplanerin, Ausgebildete, aber ich glaube, dass so wie die Raumplanung derzeit aufgestellt ist, ist sie ungeeignet, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und das will ich eben, Herr Borsch, zum Beispiel mit Ihrem Beispiel, jetzt sprechen wir mal Klartext, demonstrieren. Ja, weil die Raumplanung kann keine anderen Antworten mit diesen Instrumentarien geben, als sagen, ja, machen wir halt. Und sind wir ein bisschen cheerleader. Ja, was ich ehrlich gesagt, ist auch nicht schlecht, kann immer nützlich sein, wir haben ja diesen Thema heute Abend sehr stark gehört. Aber wo es dann um Lösungen ging, ist ein anderes Instrumentarium eingegangen, nämlich Stadt und Dorfernahmen, wo man eben einen diskursiven Prozess steuert. Und das, glaube ich, ist ein prinzipieller Paradigmenwechsel. Also wir müssen wegkommen von Pläne fertigen, die jetzt per se einfach immer sozusagen noch mehr dazugeben, weil was anderes schaffen wir mit diesen Plänen nicht, sondern mehr eben zu dieser Überzeugungsarbeit, zur partizipativen Haltung, auch eben dann lernen, anders zu denken im Kopf, es muss nicht immer das Weniger sein, das andere muss gehoben werden. Und da ist Langau super drauf, also überhaupt keine Frage und ich würde auch nichts herunter tun. Ja? Also mir geht es
darum nur, dass wir auch einmal unsere Art des Denkens in Frage stellen? Wir wurden alle so konditioniert, wir müssen alle umdenken. Und vor allem, dass uns, und das ist jetzt politisch gedacht, die Demografie ein scharfer Hinweis, dass wir sagen, wir können ohne Gesichtsverlust auch politisch hier nach neuen Lösungen suchen, die eben nicht mehr nur wachstumsgetrieben sind. Und wir müssen die Gelder in diesen Rahmen bilden, weil letztlich bestimmt nicht die Raumordnung, was geschieht, sondern die Finanzregime, die müssen auch umgebaut werden und da müssen wir auch Forderungen stellen. Aber man muss uns auch neue Personen zur Verfügung stellen, die diese Überzeugungsarbeit leisten, weil alles kann die Dorf- und Stadterneuerung nicht leisten. Also wir brauchen jemanden fürs Humankapital und jemanden brauchen wir für die Hardware. Also sprich, diese ganzen Management von Leerstand. Und das muss auf regionaler Ebene organisiert werden und da können wir uns ruhig mehr Personal verlangen, weil da wird es sich abspielen mit sehr personalintensiven Wegen, die wir gehen müssen. Haben wir Schrumpfen überhaupt? Ja, Entschuldigung, ja genau. Bitte, ja. Ja, genau, Schrumpfen. Also demografisch gesehen haben wir Schrumpfung. Wir haben relative Wohlstandsgewinne, trotzdem gerade bei den privaten Haushalten oder bei den öffentlichen Haushalten haben wir starke Schrumpfungstendenzen und bei der Menge der Menschen haben wir auch ganz starke Schrumpfungstendenzen, soweit quantitativ als auch qualitativ. Und ich habe es ja versucht darzulegen, die fehlen uns mittlerweile sozusagen, um irgendetwas auf einen Wachstumskurs zu bringen. Also die sind einfach nicht da und das muss man mal ausschreiben. Ich würde bitten, das im Anschluss mit der Frau Professor Weber zu besprechen und gebe jetzt an Herrn Bürgermeister das Wort. Das ist nicht so interessant. Okay, gut. Ja, ja, gut. Ich glaube, es geht auch nicht. Auch anzuerkennen. Erstens einmal, Gemeinden und die Raumplanung brauchen Instrumente, um zu mobilisieren, zum Beispiel die Grundstücke. Auch bitte eines anzuerkennen. Ich bin jetzt seit 28 Jahren, wir kennen uns, Sie waren damals Assistentin, ich war damals in der Ausbildung, seit 28 Jahren war die Raumplanung. Wir haben in jeder Gemeinde, in zwei, drei Generationen Flächenwidmungspläne, zig Hektar Bauland rückgewinnen. Wir sind in Gemeinden tätig, wo es sehr dynamisch ist, wir betreuen Schwächert und dergleichen, ja, aber wir sind auch natürlich in diesen Gemeinden. Die Gemeinden haben seit den 80er Jahren zigweise Bauland rückgewinnen und das bitte auch mal anerkennen. Viele Ihrer Aspekte sind durchaus berechtigt und das Thema ist wichtig zu besprechen. Wir brauchen Instrumente, aber die Politik muss das den Gemeinden auch zur Verfügung stellen. Die Rückwirkung bitte auch einmal anerkennen. Ja, okay. Ja, gut, nachdem wir ja schon langsam zum Schluss kommen würden, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Ja, kann man da noch sagen. Ja. Ich möchte als Bürgermeister einmal danken, also, dass das da bei uns in Göttfritz hier stattgefunden hat. Ich glaube, es war sicherlich für jeden sehr interessant. Es sind sehr viele Argumente da gefallen und so weiter. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen Nachhauseweg. Ja, ganz kurz, ich denke, wie es lange auch gezeigt worden ist, das müssen wir auf allen Ebenen machen, Prioritäten setzen. Wir reden sehr viel vom Breitband. Ich meine, die Breitbandautobahn ist im Wald so möglich, greifbar. Man muss nur vielleicht die Straßenbau einsparen. Und man hat flächendeckendes Wald für mit Breitband, das kostet gar so viel. Man muss halt Prioritäten setzen, das Geld ist da. Und was ich vielleicht noch empfehlen würde, es gibt ja diesen Demografie-Check, der möglich ist, in so kleinen Regionen, in Niederregionen zu machen. Und ich meine, ich kenne es nur jetzt vom südlichen Wald, wenn ich bei Lungenkau habe, dann irrsinnige Überraschungen ist, wie plötzlich dann draufgekommen ist, dass Ibs-Bersenbeck 180 Einwohner weniger hat. Das heißt eine Abwanderungsgemeinde. Dort habe ich die Autobahn, dort habe ich die Westbahn und dann brauchen die Leute, dort wo die Betriebe, wo es laut ist und stimmt, wo nicht mehr wohnen. Das heißt, die dann wohnen in den Nachbargemeinden. Und da ist auch die Frage, wie geht man damit um? Das heißt, das allein ist jetzt kein Argument. Und wirklich alles sagt, dass die Leute deswegen da zufrieden sind. Ich bin im Arbeitsplatz, wo wohnen, wo sie halt woanders. Und da ist wieder das Thema, Kleinregionen,
das muss ich miteinander lösen. Danke. Das ist nicht ganz einfach, jetzt in 3,5 Minuten Antworten zu geben. Zu Ihnen Wissenschaft. Wissenschaft ist dazu da, dass wir dazulernen. Und wir haben dazugelernt, das, was man vor 20 oder 15 Jahren auf Universitäten ausgebildet hat, weil es gelehrt hat, bezüglich Raumplanung und bezüglich Verkehrsplanung, ist mittlerweile überholt und falsch. Wir wissen, dass man bei der Raumplanung für Flächenwidmung nicht nur Standortvorteile generiert, sondern auch Standortnachteile. Das ist jetzt mittlerweile schon heraus, das ist mittlerweile auch bekannt, was in den Köpfen ist. Viele Bürgermeister, muss ich jetzt sagen, denken doch immer, dass man mit Flächenwidmung auf der grünen Wiese Geschäfte, Firmen anlockt. Wie ich schon gesagt habe, Villa und so weiter, zieht man natürlich auf, kommt in die grüne Wiese ab, verkehrsabhängig. Das nächste ist wieder Verkehrsplan. Ich kann Ihnen Studien geben, jede Menge Studien, dass wenn ich zwei Regionen miteinander verbinde, dass die Arbeitsplätze zu stärker anwandern. Das heißt, sie werden nicht daherwandern. Das passiert nicht. Das heißt, je mehr ich hier ausbaue, umso mehr Arbeitsplätze pendeln weg. Und wir haben ein schönes Zeichen. Es ist ja traurig, dass ich höre, dass in dieser Gemeinde Höfnitz 70% der Leute auspendeln müssen. Das ist ja ein Versagen der Planung. Das war die letzten 50 Jahre gemacht. Das ist gar nicht sein Ding. Ich habe einige Sachen, das ist ja, viele Sachen sind die Leute auf Gemeindeebene lösbar. Das müssen wir auf Regionalebene und auf Landesebene lösen. Und diese Verkehrsregelabgabe, wie ich gesagt habe, sind die weiter oben anzusetzen. Dann haben wir es umdenken können. Und da bin ich nicht ganz undankbar den Kollegen drüben mit dem ökologischen Fußabdruck und mit dem Ausgehen der fossilen Treibstoffe. Sie kennen alle das Wort Bikeröl. Also, auch wenn man jetzt sagt, man wird durch Erdöl finden oder so etwas. Wir haben ein exponentielles Wachstum bei dem Energieverbrauch und bei der Mobilität, was wir für Autofahren verbrauchen. Das ist ein exponentielles Wachstum. Und wir haben eine begrenzte Ressource, das ist das Erdöl. Und da brauche ich keine Milchmädchenrechnung machen. Das ist absolut logisch, wenn ich eine mit exponentiellem Wachstum eine endliche Ressource ausbeute, dass es irgendwann einmal dazu kommen muss. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, nicht was in den nächsten 5 Jahren passiert, sondern Sie müssen sich Gemeinden vorstellen, die ohne fossile Energie funktionieren. Und nicht nur im Bereich Heizung und Fernwärme und Windenergie, sondern auch im Bereich Mobilität. Und das muss, oder das ist die Aufgabe, die zukünftigen Bürgermeister für die nächsten 20, 30 Jahre haben. Die müssen wir jetzt machen. Und da müssen wir jetzt vielleicht anfangen, zumindest mal wenigstens diskutieren dürfen darüber. Und dann nicht zu mir sagen, dass die Pendlerpauschale, das soll ein Steuerungsmechanismus sein, wo man sagt, okay, dann steigst du auf den ÖV, aber nicht für Autofahrt zum Beispiel. Sie müssen auf allen Ebenen arbeiten. Die werden eine Zukunft haben, wo wir eine gewisse Energiearmut haben werden. Und da müssen wir hin. Und da nutzt man alles nicht, da kann ich gerne noch das sagen, die würdigen Autofahren, die möchte das gar machen. Das nützt nichts. Die harte Realität wird Sie und mich einholen und die nächsten 2 Generationen. So einfach ist das. Wo haben wir dazugelernt? Reicht es zum Thema Freizeitverkehr? Und das dürfte auch zum Thema Freizeitverkehr werden. Das wird sich aufhören. Freizeitverkehr mit dem Auto wird sich der Konstellation. Sie wissen, 2008 war die Benzinkrise. Und wir haben nachgewiesen, wir haben die Pendler angeschaut, die was Richtung Bratislava runter sind. Wir wissen, dass die weniger fahren und dass sie mit den Haushalts wegkommen, nicht mehr zurechtgekommen sind. Dass sie überlegt haben, wieder die Ortszentren zu ziehen. Und dass sie Richtung Straßen Schnellbahnen ziehen. Wir wissen das. Bitte schauen Sie sich das an. Danke. Nachdem einige öffentlich angereist sind, wie der Französisch sparen muss und weil es überhaupt Zeitdisziplin geben sollte, möchte ich mich abschließend einfach nur schnell bedanken beim Gartenfener, insbesondere bei der Frau Dr. Kreuzmeier, die in die Vorbereitungsarbeit eingebunden war, meine Kolleginnen und natürlich auch den Herrn Bürgermeister und sein Team. Ein Satz sei mir noch gestattet: Es geht nicht um mehr oder weniger, es geht um besser. Und dieses Besser ist oft sehr individuell, manchmal wird man aber trotzdem zu gemeinsamen Lösungen finden müssen. Daher, wir werden noch viele Diskussionen haben und der Herr Berger hat als Gartenfehler der Schluss. Nein, ich möchte ganz kurz sagen, also ich bin gerade von Kollegen angesprochen worden. Natürlich ist es schwierig, das, was wir heute vorgestellt haben, innerhalb von 10 Minuten zu erklären.
Und wir sind gerne bereit, solche Veranstaltungen wie heute öfter zu machen, wo wir mehr Zeit haben, wo wir wirklich mit Praktika diskutieren. Und damit wir mal schauen, auf welcher Ebene können wir welches Problem lösen. Das ist wirklich wichtig. Es nutzt nichts, wenn ich Symptome behandle, mit Kopf, mit einer Schmerztablette, das Zahnweh, der Zahn muss raus. Und dann wird es unsympathisch. Aber da müssen wir hin. Das möchte ich sagen. Das Angebot steht hier von unserer Seite. Danke. Ganz herzlich danken, dass Sie über eine strenge, sehr charmante und fesche Diskussion seitdem.